Wir Menschen beschäftigen uns in erster Linie mit Dingen, die uns interessieren. Einer, der sich für Fußball interessiert, verfolgt täglich die neuesten Nachrichten. Derjenige, der sich für Musik interessiert, kennt die Charts und die Playlists. Und einer, der sich für Mode interessiert, kennt die neuesten Trends. Egal welche Leidenschaft und welches Interesse wir verfolgen, es gibt eine Sache, die wir alle teilen. Und das ist der Augenblick, in dem der Todesengel unsere Seele holt. Wir alle kennen Freunde, Bekannte oder Familienangehörige, die nicht mehr bei uns sind. Nicht an den Tod zu denken, ist völlig irrational. Denn sterben müssen wir alle irgendwann. Und trotzdem gilt es als ein Tabuthema, über das man nicht sprechen möchte. Niemand lebt für immer. Der Grund, warum viele das Thema meiden, ist Angst. Angst vor dem Unbekannten. Angst, dieses Leben zu verlassen. Wir werden dazu gedrängt, uns mit Film, Musik und Mode zu beschäftigen. Das ganze Leben dreht sich um diese Dinge. Arbeit, Geld, Sicherheit, Wohlstand, Haus und Besitz. Die Wahrheit ist, wir alle werden eines Tages dem Tod ins Auge blicken. Unser Herz wird aufhören zu schlagen. Unser Gehirn wird aufhören zu denken und unser Körper wird sich zersetzen. Als Muslime wissen wir jedoch, dass der Tod nicht das Ende ist. Für jede Handlung, die wir ausführen, werden wir entweder belohnt oder bestraft. Entweder kommen wir ins Paradies oder Allah subhanahu wa ta'ala bestraft uns aufgrund seiner Gerechtigkeit mit dem Feuer. Ja, er bestraft aufgrund seiner Gerechtigkeit und wir haben die Wahl, solange wir leben. Wenn dann der Tod an einem von ihnen herantritt, sagt er: Mein Herr, bringe mich zurück, auf dass ich Gutes tue von dem, was ich unterlassen habe. Laut einem Bericht sterben weltweit täglich 150.000 Menschen. Wenn wir an den Tod denken, dann denken wir oft an andere, an Menschen, die uns bereits verlassen haben. Aber haben wir uns schon mal die Frage gestellt, dass wir vielleicht als nächstes dran sind? Vielleicht die wenigsten von uns. Wir sind zu sehr abgelenkt und denken in erster Linie an Spaß, Wohlstand und Sicherheit. Das Nachdenken über den Tod sollte einen praktischen Bezug zum Diesseits und zum Jenseits haben. Wir sollten unseren Verpflichtungen nachkommen und uns vom Haram fernhalten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn Tiere dasselbe Wissen über den Tod haben würden, was dem Sohn Adams gegeben wurde, dann würdet ihr kein Fett zum Essen bei ihnen finden. Es gibt keinen besseren Weg, sich an das Jenseits zu erinnern. Die Erinnerung an den Tod besteht nicht darin, den ganzen Tag zu weinen und zu jammern. Nein, vielmehr sollten wir uns vorstellen, dass wir unseren Herrn treffen und unsere Handlung aufhören werden. Dieser Gedanke sollte dazu führen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam sind. Der Muslim ist es, der seine Handlungen mit den Konsequenzen im Jenseits in Verbindung bringt und bereitet sich auf seine Begegnung mit seinem Herrn vor.